Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal hier Show White Motorcycle Freedom oder wie das heißt. Das habe ich mir. Ja, da. Nee, Snow White. Also Schneemobile. Das habe ich mir aus dem US-Store runtergeladen. Ihr seht, es hat trotzdem Deutsch. Wir wollen mal Name bearbeiten. Und dann nehmen wir natürlich Odin. Land oder Region bearbeiten. Ach, dann nehmen wir halt Deutschland. Uganda hat. Die Fahne von Uganda kannte ich halt bis jetzt noch gar nicht. Okay. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber hier ist auch nichts mit Deutschland, oder bin ich bescheuert? Vielleicht da oben noch was? Oh, da ist es. Deutschland. So, wartet mal. Jetzt blau. Wenn wir da jetzt auch schwarz nehmen, dann geht ja das verloren. Nehmen wir das? Ne, wir machen es mal andersrum. Wir machen mal hier rot und da dafür weiß. Das kommt ein Stück cooler, würde ich sagen. Oder? Nee, es ist zu viel rot, oder? Ja, so ist doch ein Stück cooler. Ein bisschen mehr weiß. Ich mag ja auch, bei Destiny habe ich ja auch meine Klamotten alle schwarz-rot und so, wenn es geht. Oder schwarz-gold oder so. Weil schwarz-rot, finde ich, ist eine geile Kombi. Aber hier nur jetzt, wir können ja jetzt hier noch mal anstatt weiß noch mal schwarz nehmen. Ja, das ist zu schlicht, würde ich sagen. Einfach alles schwarz mit ein paar roten Akzenten, das ist ein bisschen zu schlicht. Dann nehmen wir das dann. Meisterschaft, Einzelspielerveranstaltung, Splitscreen, also auf dem Bildschirm, Online, Steuerung, Profil, Option. Sprint. Ja, wir fangen mal mit einem Sprint an. Oh, was haben wir denn hier? Wir können auch das. Das kann ich nicht nehmen. Na ja, gut, dann haben wir das halt. Das Standardding. Vielleicht kann man das später auch noch anpassen von der Farbe her. Oh Gott. Entschuldigung, Leute, aber ich habe in letzter Zeit wenig Schlaf. Einstellen. Also ich würde mir jetzt noch wünschen, dass man das hier noch irgendwie einstellen kann, weil du hast ja Kopfschmerzen, wenn du hier nur weiß siehst. Ah, ich hab's. Das macht er nur beim Trick. Ah, doch, hier Kreis.
Ah, scheiße. Wo ist der Pisser? Ah, scheiße, knapp, aber als Meter wenigstens. Aber bis jetzt habe ich hier so ja noch eine Chance. Ja, gut, die kannst du auch nicht von der Straße abkommen oder irgendwas. Warum bin ich rot? Mein Controller ist rot. Richtung. Da sind Bäume. Boah. Der schon wieder, aber ich bin schneller. Und Turbo, I go. Ah, scheiße. Wo bin ich? Da. Mist, wieder nur später. Wieder nur später, ey, so ein Scheiß. Mein Wecker klingelt, muss bei Essen machen. Mal abbrechen, wir gucken uns jetzt einfach mal noch was anderes an. Snowcross. Wir machen mal noch Snowcross. Da müssen wir auf der Strecke bleiben. Das wird natürlich jetzt ein bisschen beschissener für mich. Auf gut Deutsch gesagt. Wow. Mist. Hab ich verkackt. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh oh. Oh oh.
Ich sehe es gerade gar nicht mehr durch. Ich hol die immer relativ schnell wieder ein. Seht ihr ja. Aber für mich ist es echt eine Belastung hier die ganze Zeit. Alles nur weiß. Man hat hier keine großartige. Also beim normalen Crossspiel, da hat man dann immer so, weiß ich nicht, Bäume oder die Landschaft ändert sich. Hier ist alles nur weiß. Dann hast du die Markierungen außen. Wie gesagt, macht mir das ganz schön Kopfschmerzen. Es macht Spaß, aber es macht mir Kopfschmerzen. Einfach nur alles weiß und ist mir zu viel. Glaubt mir nicht. Also das Rennen so zwischen diesen Pylonen, das ist ganz cool. Da kannst du dich überall weit ausbreiten, das ist schön. Das macht mir auch Spaß. Aber das Snow Cross jetzt hier, das ist. Nee, das ist nicht jetzt für mich. Das machen wir noch. Achso, das kann ich noch gar nicht machen. Also an sich echt ein schönes Spiel. Vor allen Dingen mit dem Tricks machen und Cross und so. Sprint ist cool, aber das Cross ist jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht meins, weil du hast halt wirklich alles nur weiß und dann hast du am Rand ein paar Markierungen, also diese roten Striche links und rechts, wo du fahren sollst. Also, dass da deine Strecke ist. Bis du mir wissen warst, gerade kannst du rausfahren, wirst aber langsam. Du holst dich schnell wieder ein, das ist ganz cool. Aber, also ist es jetzt nicht so, oh, du bist immer von der Strecke abgekommen, die sind 20.000 Kilometer weiter vorne, wie bei normalen Rennspielen, wo du sagst, hat sich erledigt, kannst von vorne anfangen, schaffst du nicht mehr einzuholen. Und das ist hier schon viel besser. Es macht Spaß, aber der Cross ist zu sehr Beanspruchung meiner Augen. So, dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich wieder ein Video online habe oder einen Livestream mache oder irgendwas dergleichen. Ja, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich bin dann jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Also ich lade es in 4K hoch. Ohne Rendern, also rein, so wie ich es jetzt hier aufnehme, lade ich es hoch. Damit ihr wirklich ziemlich nah dran seid, weil YouTube rendert sowieso nochmal. Ich bin jetzt aber wirklich weg, haut rein, ahoi, sagt euer Odin.